Abenteuer Pen and Paper. Die Heldenreise vom ersten Spielen bis hin zum Spielleiter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abenteuer Pen and Paper, in dem ich dir zeige, wie du den Start in eine neue Pen and Paper Hobbykarriere am besten starten kannst. Ich bin dein Reiseführer Dan von www.dans-abenteuerwelt.de. Ja, wir befinden uns jetzt immer noch im Grad 1, auch wenn wir uns so langsam dem Ende zuneigen. Das ist die Folge 8 mit dem Thema der Spieltisch. Und ich weiß es jetzt schon, die Folge wird keine 15 Minuten dauern, es werden 20 Minuten. Und ich habe es nicht geschafft, nicht einmal 15 Minuten zu schaffen. Dementsprechend werde ich jetzt wahrscheinlich, ich erhöhe die Zeit auf 20 Minuten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit. 15 bis 20 Minuten. Das sollte monothematisch auch reichen. Ich muss die Themen ein bisschen anders strukturieren. Ich muss allerdings dazu sagen, dass durch euren Input natürlich, die ihr ja immer in die Kommentare schreibt für die nächste Episode, dadurch werden die Folgen natürlich dann auch fetter und da komme ich auf Ideen, die hätte ich vielleicht, wenn ich das alleine vorbereiten würde, nicht. Deswegen ist es immer gut, wenn ihr eure Ideen und eure Gedanken in die Kommentare schreibt für die nächste Episode. So wie wir das jetzt auch in dieser Episode machen können. Als erstes möchte ich einen Disclaimer voransetzen und zwar die Frage in den Raum werfen, warum macht man sich überhaupt Gedanken über den Spieltisch, wie der Spieltisch aussehen sollte, was alles drauf gehört und vielleicht was nicht drauf gehört. Und das wirst du halt jetzt in diesem Video erfahren, denn es gibt auch No-Gos, die einfach dein Spiel stören können. Die werden wir nur kurz anreißen. Ich gehe davon aus, dass das nochmal eine eigene Episode wird. Aber die werden auch nochmal kurz angesprochen und hier ganz kurz ein Thema sein. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich das mal anzuhören. Egal, ob du ein 20-jähriger Student bist, der gerade anfängt, oder ein Geschäftsmensch mit 40 oder so, der einfach Bock hat, das mal auszuprobieren. Macht auf jeden Fall Sinn, sich ein paar Gedanken vorher dazu zu machen. Auch wenn das jetzt nicht so, es ist nicht so komplex und nicht so groß, wie man vielleicht denken könnte, aber wir werden es erleben. Okay, heute die Zuschauerbeiträge, danke dafür von Wolfgang8433, der ja jedes Video kommentiert. super. Das ist wunderbar, also das ist immer ein schöner Austausch. Und Magre1253. Ja, die haben heute dazu beigetragen. Ich habe wieder ihre Sachen genommen, verwurstet, mein Zeug noch dazu geschmissen und da ist dann hier diese wunderbare Episode rausgekommen. So, los geht's. Also, ihr habt einen Spieltisch und ihr solltet auf jeden Fall davon ausgehen, dass ihr einen großen Tisch braucht oder Ausweichmöglichkeiten durch mehrere kleine Tische, denn es kann relativ umfangreich werden, was so alles auf dem Tisch drauf muss, je nachdem, was ihr spielt. Die Frage ist jetzt natürlich, was muss drauf, was kann drauf, was sollte drauf oder was ist unsinnig? Und das ist natürlich wirklich von System und von Vorliebe zu unterschiedlich. Ne? Also ihr könnt zum Beispiel ein Rollenspielsystem spielen, ja, also ein Rollenspielspiel spielen, bei dem es überhaupt nichts mit Miniaturen, also mit kleinen Figuren und so weiter zu tun hat. Oder ihr könnt eins spielen, wo ihr ganze Schlachten auf Kampfflächen inszeniert. Dadurch braucht ihr ganz andere Platzräume. Also da sollte man sich Gedanken machen. Wenn ich nur spiele, ohne Figuren, ohne Darstellung 3D-mäßig auf dem Tisch oder sowas, dann brauche ich weniger Platz. Sobald Figuren und sowas ins Spiel kommen oder Rätsel, die man so auf dem Tisch aufbauen kann, oder Minigames, ja, dann vielleicht ein bisschen mehr Platz einplanen. So, fangen wir mal an. Ich habe so ein bisschen grob sortiert. Manche Dinge überlappen sich wie immer. Es ist nicht immer alles so trennscharf, ja, das sollte man ja wissen. In Spieler und Spielleiter. Es geht los, natürlich haben die Spieler ihre Charakterbögen vor sich liegen. Das ist jetzt nicht das, die Welt, das ist meistens ein oder zwei DIN A4-Zettel. Sie haben Papiere,
also Notizpapiere oder Notizbücher dabei. In der Regel sollten sie das. Also wenn sie nur ein kurzes Abenteuer spielen, dann reicht ja ein Zettel. Wenn sie eine Kampagne spielen, dann ist meistens ein Notizbuch am Tisch. Natürlich Stifte, Radiergummi, was auch immer. Es gibt natürlich auch die Modernen unter uns, die ihren Charakter auf einem Tablet haben und nur die Werte ablesen und da gar nicht drauf rumradieren und so weiter. Ich bin absoluter Fan natürlich vom Papier und vom Radieren und aus Versehen Kaffee drüber schütten und dann nochmal neu machen und so. Also für mich muss das haptisch sein, für mich muss das mitleben und ein Tablet lebt nicht. Deswegen, für mich ist Tablet nicht so, aber ich kenne auch Spieler, die machen das mit einem Tablet oder einem Computer, was auch immer. Ja, dann könnte jeder Spieler natürlich eine Figur bei sich haben, so eine Tabletop-Figur, die seine Figur in dieser Spielwelt repräsentiert, aber dann natürlich nur, wenn ihr mit Tabletop, also Tabletop heißt die Darstellung von Kämpfen auf einem Schlachtfeld oder auf Karten, man zieht dann Männchen über Karten, es gibt Bewegungsregeln und so weiter, wenn man das mit Tabletop macht. Natürlich dann die Notizen, Würfel, Würfelbecher oder Karten, die man vielleicht braucht im Spiel, das kommt immer aufs Spiel an, das wird man auch brauchen, oder ein Würfelturm, Würfelflächen, ich kann mal schnell hier rübergreifen, die habe ich hier noch hier liegen, das ist so eine Würfelfläche, die man so zusammenklipsen kann und mitnehmen. Die ist übrigens nicht so gut, weil die Würfel hier in diesen Kanten oft hängen bleiben. Nicht so schön. Brauche ich vielleicht mal eine richtige, eine neue. Ja, also sowas kann es natürlich auch sein, dass man so Würfelflächen hat oder Würfeltürme, wo man oben die Würfel reinschmeißt. Also da gibt es verschiedene Dinge. Ob man das jetzt braucht oder nicht, sei wieder dahingestellt. Der Spielleiter hat ein bisschen mehr Platzbedarf. Der sitzt doch meistens am Kopfende des Tisches. Hat sich so etabliert so ein bisschen, weil er einfach mehr Platz hat dann. Er hat natürlich vielleicht auch fürs Abenteuer ein Tablet oder ein Computer da, also ein Computer, ein Laptop, oder das Abenteuer ausgedruckt. Das heißt, er hat auf jeden Fall schon so ein großes Buch. Dann hat er noch eigene Notizen, Abenteuernotizen, die wichtig für ihn sind. Das heißt, er hat schon mal mindestens das Doppelte an Platzbedarf, was nur allein diese Papierfläche angeht. Dann hat er in der Regel noch Regelbücher in der Nähe. Die müssen nicht auf dem Tisch liegen. Die liegen meistens irgendwie auf der Seite oder so. Aber die Regelbücher sind auch ein Thema, je nachdem wieder, was man spielt. Und das Abenteuer habe ich schon gesagt. Dann hat er unter Umständen Kopien von den Charakterbögen, um Werte zu haben von den Charakteren. Dass er weiß, okay, ich mache mal auch geheime Würfe auf verschiedene Fertigkeiten, je nachdem. Also es sind immer, wie gesagt, es ist wieder unterschiedlich. Dann ganz wichtig, Handouts, Karten, Bilder von Szenen und so weiter, Bilder von auftretenden Figuren, von Gegenspielern, von Nichtspielercharakteren, NSCs genannt. Er hat unter Umständen Tokens da liegen. Tokens sind, das sind kleine Plättchen oder kleine Diamanten oder kleine Figuren, die irgendwas symbolisieren. Ne? Ihr könnt es euch so vorstellen wie beim Poker, so Pokerchips oder sowas, ja, die zum Beispiel bedeuten, wenn du, also du bist vergiftet und er gibt seinem Spieler jetzt diesen Token rüber, der ihn erinnert, okay, ich bin vergiftet. Das ist so ein Zustandstoken oder so Schicksalspunkte, ja, Glückspunkte, Schicksalspunkte, Bennies, Fate-Punkte, wie auch immer es heißt. Also Punkte, die es einem Helden, einer Figur ermöglichen, vielleicht nochmal einen Wurf zu wiederholen oder solche Dinge. Sowas hat in der Regel auch der Spielleiter noch bei sich liegen. Ihr merkt schon, die Fläche, die der Spielleiter braucht, wird immer größer. Ein Spielleiter hat in der Regel oder hat, nein, kann auch noch so Gimmicks dabei haben, die man immer braucht. Ich sag mal Schlüssel, Münzen,
was auch immer, die ja auch, wo man was sagen kann, die hat einen Schlüssel gefunden und legt dann halt wirklich einen Schlüssel auf den Tisch. Also noch so Props, so Ausstattungsgegenstände, einfach so Deko-Sachen, die er so braucht. Und in der Regel hat ein Spielleiter einen Spielleiterschirm. Das ist ein Teil, das so hoch ist, so DIN A4 hoch. Und dass den Spielleiter so ein bisschen so ein Sichtschirm, ja, dass den Spielleiter so ein bisschen abgrenzt von den anderen Spielern, dass sie nicht sehen können, was er dahinter vorbereitet, was er aufschreibt, was er für Figuren unter Umständen da stehen hat und so weiter. Also um die Spannung oben zu halten. Und an diesem Spielleiterschirm sind in der Regel auch noch Regelfragmente dran. Es gibt zu fast jedem System gibt es Spielleiterschirme. Da werden wir vielleicht auch noch mal eine Folge zu machen. Ne? Das ist etwas ein wichtiges Thema. Dann, wie ich es eben gesagt habe, natürlich eine Kampfkarte, eine Battlemap unter Umständen, wenn ihr mit Figuren spielt, um Räume, Natur und so weiter darzustellen, wo sind Engstellen, wo sind Erhöhungen, wo sind Löcher, wo brennt ein Feuer und so weiter. Das kann man unter Umständen, hat in der Regel auch der Spielleiter, beziehungsweise wird dann auf dem Spieltisch platziert. Und dann habe ich mal aufgeschrieben, Audio, das kann natürlich alles sein. Ne? Von der Bluetooth-Box bis hin zu einen alten CD-Spieler, das kann über den Laptop oder das Tablet laufen und so weiter, wo man einfach passende Musik einspielt. Das ist in der Regel auch in der Nähe des Spielleiters, da er ja das so ein bisschen als DJ macht. Er kann es natürlich auch jedem anderen Spieler sagen, mach mal Kampfmusik, mach mal das, mach mal das. Das ist auch, finde ich, auch immer ganz gut, das auszusourcen. Dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass ein Spielleiter Kerzen dabei hat. Man kann sich alles Mögliche vorstellen. Kerzen oder irgendwelche spezielle Beleuchtung, dass man den Raum auf einmal rot beleuchtet und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das ist aber alles kein Must-Have, aber das wollte ich nur so komplettistisch nochmal erwähnen. So, dann gibt es noch so ein paar Sachen, die man so abseits des Tisches beachten sollte, die aber auch so dazugehören, beziehungsweise auf dem Tisch trotzdem drauf sind. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber es macht total Sinn. Zum Beispiel eine passende Tischdecke, ja, dass man den Tisch ein bisschen gestaltet. Und es muss natürlich, also zum Beispiel man spielt irgendein Setting, sagen wir mal so ein Krimi-Setting oder sowas, wenn man dann so eine schöne Spitzentischdecke hat, so englische Lords oder sowas, das macht schon was, ja. Diese Sachen, also die mir jetzt so einfallen, wie Deko und sowas oder passendes Essen und so, das werden wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal aufgreifen. Wahrscheinlich wird das Grad 3 sein, die erste Spielrunde oder das erste Vorbereiten eines Spieles. Wo man solche Dinge dann nochmal im Detail bespricht. Also ich reiße es nochmal an, natürlich kann man auch passende Dekorationen und sowas dafür gestalten. Ja, und ganz wichtig, ne? Ihr habt jetzt gemerkt, wie viel Zeug schon da drauf ist auf dem Tisch und da habt ihr noch kein Glas da stehen, ihr habt kein Schüsselchen mit Nüssen da stehen, ihr habt keinen Platz für ein Stück Pizza oder was auch immer da. Keine Flasche Wasser oder Bier oder was auch immer. Also das kommt ja auch noch dazu und dementsprechend macht es einfach Sinn, sich Gedanken zu machen, wie mache ich die Aufteilung, hole ich mir noch einen kleinen Beistelltisch für den Spielleiter, haben die Spieler vielleicht einen kleinen Beistelltisch noch zwischen sich, wo sie noch mal ein paar Sachen auslagern können und so weiter und so fort. Also das, da kann man sich schon Gedanken machen. Oder ich sage, ich habe nicht so viel Platz, vielleicht spiele ich irgendwas, wo wir nicht so viel Platz brauchen. Wo jeder nur so ein Klemmbrett hat, wo einfach nur so ein Zettel drauf ist, wo man nicht viel schreiben muss, nicht viel würfeln muss. Kann ja auch sein, dass man sagt, okay, ich habe nicht den Platz, aber ich kann trotzdem Rollenspiel spielen. Ihr braucht nicht deswegen jetzt einen großen Spieltisch kaufen. Ja, man kann das auch anders lösen. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, jetzt ganz wichtiges Ding, das muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal ansprechen. Das sind jetzt Dinge, die werden wir in einer anderen Folge nochmal weiter vertiefen, aber es ist schön, das jetzt hier nochmal ran
zu packen, weil es einfach nicht an den Tisch gehört. Und das war auch in den Kommentaren rauszulesen. Und das waren auch sofort Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Dinge, die nicht an den Tisch gehören. Und ich spreche jetzt natürlich die jüngeren Leute an, die 20-Jährigen oder jünger, ja, aber auch die alten Säcke, ja, die der Meinung sind, dass das alles, dass es so wichtig ist, dass sie immer erreichbar sind und deswegen Handys. Handys gehören nicht an den Spieltisch, beziehungsweise lautlos. Wenn ihr sie benutzt, dann nur kurz. Das werden wir in einer anderen Folge nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Ich werde da auch noch eine Geschichte erzählen dazu, aber das ist dann eine andere Folge. Aber, wie gesagt, das ist ganz wichtig. Das betrifft alle Altersstufen, ja. Die Jungen sind vielleicht ein bisschen handysüchtiger, die Alten sind der Meinung, dass sie so wichtig sind, dass sie ständig ihre scheiß E-Mails checken müssen oder sowas. Ja, also das ist ein Reizthema für mich. Egal, gehöre nicht an den Tisch. Gedanken machen, ob man vorher einen Schuhkarton oder irgendwas hinstellt für die Handys oder das gleiche am Anfang abspricht. Aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt, gehört nicht an den Tisch. Was auch nicht an den Tisch gehört, sind Verhaltensweisen, die störend sind dem anderen gegenüber, weil es ein kooperatives Spiel ist. Das heißt, wenn die Spieler, wenn oder ein Teil der Spieler spielt, fangen die anderen nicht an, Videos zu gucken oder sich lautstark zu unterhalten. Leise unterhalten, natürlich macht man das, das ist, gehört dazu, aber wichtig ist, dass man halt auch weiß, dass es ein kooperatives Spiel ist, den anderen den Raum lässt. Das gehört auch nicht an den Tisch, diese Störungen. Wie gesagt, das greifen wir in einem anderen Video auf. Es wurde nur kommentiert und ich wollte es auf jeden Fall mal ansprechen, dass es auf jeden Fall da ist, dass das in einer anderen Folge betrachtet wird. Ja, was auf jeden Fall nicht so cool ist oder nicht so cool sein kann, das sind Dekorationsgegenstände, die im Weg ist. Kerzenständer, Gestecke, irgendwelche Figuren, was auch immer. Nö, weiß ich nicht, wie heißen die, ist eine Shisha oder sowas, ne? Es muss halt alles passen, dass man hin und her greifen kann, hin und her geben kann, dass man alles sehen kann und so weiter. Also da muss man auch bei der Auswahl der Dekoration, wenn man etwas dekorieren möchte, da muss man auch gucken, dass es passt. Ja, das war jetzt erstmal so meine Liste. Wie gesagt, da ist natürlich wieder Luft nach oben. Man könnte natürlich auch sagen, was an den Tisch gehören kann, das sind eingelassene Monitore in den Tisch, wo man dann Kampfkarten drauf projiziert oder was auch immer. Oder jeder hat eine Schublade, wo seine Sachen drin sind oder so. Da kann man echt wirklich, da kann man dann wirklich auch extrem skalieren, was man alles noch so dabei haben kann. Aber das ist wahrscheinlich, sind das die wenigsten, die sowas haben. So, jetzt passt auf. Jetzt kommen zwei Sachen. Ich kündige jetzt die nächste, aber auch schon die übernächste Folge an, weil für die übernächste Folge brauche ich nochmal ein bisschen Input. Also machen wir erstmal die nächste Folge. Wie immer könnt ihr wieder mitmachen. Ich kündige jetzt die nächste Folge an. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was euch dazu einfällt. Und das wird dann in der nächsten Episode aufgegriffen. Und ja, das wird eine coole Nummer, wie immer. Und jetzt passt auf. Die nächste Folge, das ist die Folge 9, Thema Online-Spielen. Die Unterschiede zur Tischrunde. Und ich weiß, der Wolfgang, der hat nämlich geschrieben, er hat am Tisch noch nie gespielt. Es ist auch interessant, dass er, dass er halt zu denen gehört, die nur das Online-Spiel kennen, ist auch interessant. Aber das sind vielleicht andere dann prädestinierter. Aber was sind die Unterschiede zwischen Online- und Offline-Spielen? Es ist nämlich wichtig, dass wir das mal auseinanderdröseln. Denn da gibt es wirklich große, große Unterschiede. Und vielleicht auch Unterschiede, an die ihr gar nicht so vordergründig denken würdet. Im sozialen Miteinander, in der Darstellung und so weiter. Im Gruppengefüge und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall das nächste Thema und jetzt das übernächste Thema, die 10.
da möchte ich gerne, als, damit das jetzt nicht zu kalt wird, das Thema, damit wir es noch abschließen können, die zweite Folge Abkürzungen machen. Und da bräuchte ich vielleicht noch ein paar Ideen von euch. Also ich würde sagen, mit meinen Ideen habe ich schon die halbe Folge fertig. Wenn ihr noch was dazu beisteuert, wird das eine runde Sache. Abkürzungen im Pen and Paper Rollenspiel, Slang, Ausdrücke, die man benutzt, vielleicht englische Worte, die man so einfach so reinhaut und gar nicht übersetzt, weil sie man weil es einfach so gängig ist, wie Tabletop in dieser Folge, ja. Wenn ihr dann noch irgendwelche Ideen habt, Anregungen, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Und das war's von meiner Seite. Dieses Mal sollte die Folgelänge an die Hand passen. Und ja, viel Spaß beim Spielen. Ich bin der Dan von www.dans-abenteuerwelt.de und ciao, ciao.